könnt ihr dieses oder andere Spiele direkt bei Ineba deutlich günstiger. Der Link ist in der Videobeschreibung. Es gibt eine geheime Waffe in GTA Online, die mit dem Update ins Spiel kam, welche wir aber eigentlich erst an Halloween freischalten können. Und zwar ist das dieser Elektroschockerstab. Und ich erkläre dir im heutigen Video, wie du die Waffe jetzt schon bekommen kannst. Das Ganze funktioniert auf der Xbox und auf der PlayStation, leider nicht auf dem PC. Und ihr habt diese Waffe immer nur für die Session. Bedeutet, wenn ihr offline geht, habt ihr die Waffe nicht. Ihr könnt aber die Lobby wechseln und behaltet sie. Das vielleicht nochmal als wichtige Eingrenzung vorneweg. Und jetzt erkläre ich direkt, wie es geht. Zunächst einmal markiert ihr euch den Job, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Dort sind zwei Links, einmal für die Xbox und einmal für die PlayStation. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr euer Spiel einmal neu starten, geht dann in den Online-Modus und dort findet ihr dann unter Jobs markiert Capture diesen jeweiligen Job eben für die PlayStation, egal welche Version, PS4, PS5, ist egal, oder eben der Xbox. Jetzt startet ihr den Job, ladet noch einen Freund ein und ganz wichtig, in den Einstellungen müsst ihr auf eigene Waffen und aufnehmbar auswählen. Wenn ihr dann den Job gestartet habt, dann spawnt ihr entweder als Person oder in einem RC Bandito. Wenn ihr im RC Bandito gespawnt seid, dann einfach einmal Dreieck gedrückt halten, um auszusteigen. Wenn ihr einfach als Spieler gespawnt seid, dann killt ihr jetzt einfach so viele NPCs wie nötig, dass ihr eben diesen Elektroschockerstab einsammelt. Den solltet ihr dann auch im Waffenrad haben und wenn ihr den im Waffenrad habt, dann öffnet ihr euer Handy und beendet den Job und tätere, dann seid ihr in der Open Lobby und habt diesen Elektroschockerstab. Wie gesagt, wenn ihr offline geht, ist weg. Ihr könnt aber die Sitzung wechseln und damit jetzt eure Kollegen etwas trollen. Funktioniert im Prinzip wie ein ganz normaler Schlagstock, nur dass ihr zusätzlich nochmal diese Elektroschock-Funktion habt, die sich eben mit der Zeit dann wieder auflädt und wenn ihr ihn einmal benutzt habt, wieder braucht, wie es da funktioniert. Ähnlich wie beim Taser. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Tschüss. Das war's mit dem heutigen Video. Gönnt ihr dieses oder andere Spiele direkt bei Ineba deutlich günstiger. Der Link ist in der Videobeschreibung.